Ja, den neuesten Premium-Zerstörer habe ich euch ja schon einmal in der Preview gezeigt, aber hier sehen wir uns jetzt heute einen Replay an und damit begrüße ich euch zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Warships. Die Leningrad, dieser Tier 7 Premium-Zerstörer der Russen, der wirklich sehr gut ist, hier im Tier 9, 8 und eher 7 Gefecht. Ich persönlich finde das Schiff sensationell. Ich habe es in der Preview vielleicht noch nicht so ganz herausgestellt, wie es herauszustellen war. Es gab eine einzige Person, die sich ein bisschen darüber aufgeregt hat, dass ich noch mehr erwähnen hätte sollen, dass dieses Schiff ein Hybride ist und nicht ein direktes Gunboat. Sei an dieser Stelle damit erledigt. Aber ich finde trotzdem, man kann auch die Kanonen gut nutzen. Und nur weil ein Schiff 8 Kilometer Torpedos hat, heißt ja nicht, dass man da die Kanone nicht nutzen sollte. Ganz im Gegenteil, hier in dieser Runde werden wir beides auch sehen. Wir sehen natürlich die Kanonen und sehen natürlich auch ein paar Torpedotreffer. So ist zumindest der Plan. Und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißen kann. Erstmal Fall auf A. Will erstmal hier den Spot machen und das macht er jetzt. Und da geht pünktlich auch direkt eine gegnerische Leningrad auf. So, jetzt direkt mal alles rein. Er selber ist jetzt hier offen. Macht jetzt mal die Torpedos klar. Hat aber auch schon den Rauch aktiv. Also da will er natürlich auch schnellstmöglich wieder zugehen. Und fährt auch weg. Also sozusagen jetzt ist er durch den Rauch hier geschützt. Bleibt jetzt da nicht stehen. Riskiert jetzt hier nichts, sondern macht da jetzt weiter. Aber die Torpedos kommen da in der Tendenz nicht schlecht und nimmt die gegnerische Leningrad damit raus. Sehr gut. Das war's für dich, Leningrad. Das kann halt passieren, wenn man dann im Rauch stehen bleibt. Dann kann es sehr, sehr unangenehm werden. Und jetzt schießt er hier weiter auf die Fubuki. So, und er sieht man hier die Torpedos, die auf ihn gegangen sind. Kein Problem. Naja. So viel zu kein Torpedoproblem. Gott sei Dank ist er schnell genug. Also von dem her ist da jetzt doch kein Problem draus resultiert. Aber Thema Rauch und gegnerische Zerstörer, da muss man echt immer aufpassen, weil das kann ganz schnell passieren, dass man hier dann da noch ein Torpedo abbekommt, wie das die gegnerische Leningrad eben schon feststellen musste. Ist schon bei 20.000 Schaden. So, da ich glaube hier, die hat ein massiveres Problem, weil sonst wird sich die da wahrscheinlich noch bewegen. Vielleicht noch einen ganz schlechten Kapitän drin und dementsprechend hier alles kaputt. Naja, jetzt noch 200 und das war's auch schon für die Fubuki. So, ja, die Torpedos auch nicht, aber er muss wieder aufpassen, ist wieder offen. Nicht, dass da Unsinn passiert. Wenn er nicht schießt bei 7,3 Kilometer, geht er ja auf, aber auf die genauen Zahlen, Daten, Fakten, da bin ich in der Preview schon nochmal eingegangen. Also, wie gesagt, wer das nochmal im Detail sehen will, kann sich das alte Video dazu anschauen. Hier geht es wirklich eher um das reine Gameplay, was damit so möglich ist. Jetzt holen sie sich erstmal hier den Punkt A, weil von den Cap-Zonen sind noch kaum welche irgendwie belegt gewesen. Sind alle stark umkämpft, also von dem her, da muss jeder noch so, sich so ein bisschen orientieren, wo geht's hin und wo geht was. Jetzt macht ihr den Rauch an, will hier wohl die Gneisenau so ein bisschen einfeuern, aber das, was er nicht beachtet hat, er war der, der gespottet hat. Das heißt, jetzt bringt ihn der Rauch gar nichts mehr. Er sieht nichts mehr, kann nicht schießen und muss jetzt hier sogar wahrscheinlich ein wenig flüchten und das Schießen erstmal einstellen, weil natürlich auch die Tracer da immer wieder zu sehen sind.
Jetzt bekommt er noch ein, zwei Salben raus auf die Gneisenau, aber dann war es das schon. Dann verschwindet die hinter der Insel. Vielleicht kann er sie ja nochmal anzünden. Und genau, das passiert sehr gut. Feuer ist leider gelöscht, also von dem her, aber erstmal jetzt den Punkt überhaupt holen. So, da vorne ist eine Bismarck. Er hat jetzt nur eine Torpedosalve gesetzt, die andere hat ja noch Nachladezeit. Einmal Tirpitz, einmal Bismarck, also da sind sie beide, da ist jetzt ein ganzes deutsches Rudel sozusagen hinter ihm her. Ja, die Bismarck ist hier sehr, sehr nah, da muss er echt aufpassen. Jetzt kann er hier hinten die Gneisenau anzünden, zwei Brände sogar. Das ist schön, es gibt ordentlich Damage. Seht ihr oben rechts immer gut, wie es weiter tickt. Und auch die Bismarck bekommt jetzt hier den Brandschaden. Die hat schon auf ihn hier ein bisschen gelauert, aber gut hier ausgewichen. Viele Schüsse, die hier in seine Richtung fliegen. Aber alles halb so wild, kommt er gut jetzt raus. Bekommt aber hier nochmal ein paar Granaten nachjustiert. Also von dem her wäre er da jetzt gut beraten, wenn er da jetzt nicht unbedingt so aggressiv weitermacht. So, weiter geht's dann mit der Bismarck. Also er denkt gar nicht dran, hier weniger zu schießen. Ganz im Gegenteil. Gleich wieder der nächste Brand auf die Bismarck sogar. So, jetzt wieder die Torpedos raus Richtung Bismarck. Hat ihr den noch schön gesetzt, also die laufen so, dass da nicht so leicht auszuweichen ist. Aber schaut mal, wie hoch der Damage da oben rechts schon wieder tickt. Das macht halt Spaß, ein Schlachtschiff anzuzünden. So, und jetzt nimmt er die Stores da. In Anbetracht dessen, dass die Tirpitz wahrscheinlich zu leicht zu, die Bismarck zu leicht zu treffen ist, denkt sich, naja, nehme ich halt den. Zünde den auch an, warum auch nicht. Die Torpedos, ja, die laufen. Ne, der wird nicht treffen. Die Bismarck hat das schon rechtzeitig eingelenkt. So, die Stores. Aber schön, die Captain. Machen sie gut, haben alle zwei Punkte und der dritte wird auch gerade eingenommen. Also von dem her, das Thema Cap-Zonen, das passt. Ja, die Capt hier natürlich. Damit die ganze Zeit wird hier minimal getroffen, aber das ist nicht schlimm. Muss nur aufpassen, dass keine dicke Schelle reinkommt. Ein, zwei, drei unangenehme Granaten und dann macht es wieder gar keinen Spaß mehr. Ja, der B-Punkt, der ist noch ein bisschen schwierig einzunehmen. Da wird noch verteidigt seitens des Gegners. So, der Rauch ist ausgelaufen. Ich setze hier mal ein paar Torpedos rein, nicht, dass da jemand rumkommt. Und links von der Insel das gleiche. 98.400 Schaden stand jetzt, aber weiter nach oben tickend. Und da ist die Bismarck durch den Brand versenkt. Die Flint, ein sehr schönes Schiff.
aber eben nicht leicht zu erspielen durch die Ranked Battles. Also hat man nicht eben jeder. Und wenn das jemand hat, da weiß man, okay, der Spieler, der ist kompetent in seinem Gameplay. In der Regel ist es so, weil man muss ja doch ein bisschen was dafür reißen. So, der ein oder andere Torpedo-Hit wäre noch schön. Aber die Tirpitz kommt da ihm gut entgegen. Das könnte man YOLO probieren. Allerdings darf man nicht vergessen, er hat nur noch 2000 Struktur. Das ist natürlich der unangenehme Punkt. Aber ich glaube, er geht für die Tirpitz. Sieht so aus. Tirpitz, glaube ich, wird sich auch, wenn dann eher ein bisschen auf die Bismarck konzentrieren. Das ist jetzt sein Glück. So, da hat er wieder die Torpedos an den Start gebracht. 4,5 Kilometer. Gleich ist er offen, sobald die Tirpitz da rumguckt. Macht hier auch jetzt den Rauch an. Aber die kommen gut. Jetzt hat die Tirpitz ganz wenig Zeit, um den Torpedos auszuweichen. Und ich glaube, ja, die laufen gut rein. Vernichtender Schlag, Großkaliber und 4 Torpedos ins Ziel gebracht. So soll's sein und nicht anders. Ja, der Gegner hat aktuell 15 Tickets. Alle 3 Zonen gehören seinem Team. Der Gegner hat auch nur noch 3 Schiffe. Also, ja, da muss man jetzt kein Fachmann sein, um zu sagen, das wird ein Sieg. Da kann man sich recht leicht drauf festlegen. Was versucht der Gegner noch? Das ist immer so die Frage. Aber in dem Fall, glaube ich, wird da nicht mehr viel kommen. Natürlich tickt es jetzt auch schnell. Oh, der Gegner ist gar nicht zufrieden damit, wie er da zerstört worden ist. Aber naja, passiert halt. Und da ist es rum.